Der Frühling naht, die Bikeparks öffnen so langsam und da ruft natürlich auch das Bike und möchte mal wieder geserviced werden. Und da stellt man sich häufig die Frage, hey, ist meine Werkstatt eigentlich gut ausgestattet oder brauche ich noch irgendwelche Spezialteile? Und genau darum geht's heute. Denn so ziemlich jeder Radfahrer, der irgendwann vom Bike-Virus erfasst worden ist und immer mehr in Bikeparks fährt, neue Trailregionen auscheckt, der wird irgendwann auch anfangen, nicht mehr bei jedem kleinsten Problemchen in den Fahrradladen zu laufen, sondern möchte irgendwann selber Hand anlegen und auch mal selber am Rad schrauben. Und da braucht man natürlich ein gewisses Werkzeug für. Und wir kümmern uns heute darum, was ist Basic, was ist der Grundstock, was sollte man haben und was kann man sich vielleicht selber bauen oder es reicht, wenn man es sich vom Kumpel ausleiht. Und um das möglichst exemplarisch zu veranschaulichen, nehmen wir natürlich nicht meine Werkstatt, sondern wir nehmen eine normale Werkstatt. Und die hat Sven. Sven hat uns zu sich eingeladen und gesagt, hey Jasper, kannst du mal gucken, brauche ich noch Werkzeug oder habe ich alles? Und genau das machen wir. Wir spielen heute Werkstatt-TÜV. Angekommen beim Sven in der Werkstatt. Ich habe meinen 5010 mit am Start. Da ist noch der Dreck von der letzten Ausfahrt drauf. Hier ist Sven und im Hintergrund ist seine Werkstatt. Und da überprüfen wir jetzt, ob er alles Notwendige hat, um einen Service am Bike durchzuführen. Sven, glaubst du, dass deine Werkstatt gut ausgestattet ist? Überhaupt nicht. Ich habe das Nötigste, was man braucht. Halt so ein bisschen Imbus, ein bisschen Torx, das Übliche. Aber ich bin gespannt, was du sagst. Was glaubst du, was wird dir fehlen? Ich glaube, wenn es um die Feinheiten geht, bei der Gabel oder irgendwie so ein bisschen Bremsen und sowas, ich glaube, da wirst du mir dann nochmal die Ohren langziehen und sagen, mein Junge, Junge, das brauchst du noch in deiner Werkstatt. Wir werden sehen. Ich glaube es auch. Wir simulieren Platten. Vorderrad muss ausgebaut werden. Ja. Das hat jetzt einen Schnellspanner, ist einfach. Ja, ja. Aber für den Platten brauchen wir natürlich auch einen Reifenheber und eine Pumpe. Klar, griffbereit. Reifen wechseln ist ja nun wirklich kleines 1x1, ne? Hier, guck mal. Boom! Das sind Reifenheber, gute Reifenheber. Gute Reifenheber. Sind das gute Reifenheber? Massive Reifenheber. Okay. Wenn Reifenheber nicht massiv genug ist, hat man Probleme, wenn Reifen schwer ist. Sie sind also Jasper. Schwer runtergeht. Sie sind Jasper-proof. Check 1. Ab zu den Basics. Wo wir auch bei einem wichtigen Thema wären, der hier, für wenn wir haben, weil der hat nämlich gleich diese Tubeless-Geräte dabei. Das wäre eine Frage, die wollte ich eigentlich eher später stellen. Und zwar, hast du einen Kompressor? Natürlich nicht. Hat er nicht, weil hat nämlich nicht jeder in seiner Werkstatt. Da war ich so immer zur Tankstelle. So ein Kompressor, hier, so ein, hier steht drauf, Flash Charger. Es gibt sowas auch von Schwalbe, den Tire Booster oder von irgendwelchen anderen diversen Pumpenhersteller, dass man einfach hier so eine Luftkammer hat, die pumpt man auf und dann kann man machen. Und dann füllt sich der ganze Reifen schlagartig mit Luft, um Tubeless-Reifen, die nicht ganz so fest auf der Felge sitzen, aufzupumpen. Deswegen, Kompressor ist quasi approved. Ja. Zu den Basics. Was aber viel wichtiger ist, ist der Reifendruck. Ja, den mache ich immer so. Das ist mein Nanometer quasi, ja. Für Rennfahrer leider nicht geeignet. Ja, der Luftdruckprüfer ist tatsächlich etwas, auf das ich persönlich sehr, sehr viel Wert lege. Ich komme aus dem Rennsport und für mich ist der Luftdruck das Allerwichtigste. Denn nur wenn ich immer den gleichen Luftdruck fahre und spüre, kann ich auch ein Fahrwerk richtig gut abstimmen, weil das ist natürlich auch eine Komponente, die unterschiedliche Wahrnehmungen verursachen könnte. Und ich bin ein kleiner Nerd, ich habe hier so ein tatsächlich deutsch geeichten Luftdruckprüfer, der von Flaik. Der kostet ein bisschen was, allerdings muss ich sagen, ich habe immer den gleichen. Wir haben es neulich wieder gehabt, diese digitalen Geräte weichen oft sehr voneinander ab. Das heißt, auch wenn ich den gleichen Hersteller habe, ein älteres Modell und ein neueres Modell, dann kann es sein, dass da Differenzen von bis zu 0,2 Bar entstehen, was sehr spürbar ist und auch sehr unterschiedliche Fahreindrücke liefert. Dementsprechend nutzt immer den gleichen Luftdruckprüfer. Zu den Basics. Bleiben wir vorne. Lenker ist schief. Du möchtest den Lenker gerade machen oder Steuersatz ist locker. Was brauchen wir da? 4,25, meine ich. Hast du sowas? Ah, freilich. Griffbereit. T25 ist, glaube ich, mittlerweile der häufigst verbauteste Schraubengedöns am Fahrrad. Man ist weg vom 5er Imbus hin zum Torx gegangen. Also eine komplette Torx-Reihe ist fast nicht notwendig. Trotzdem sinnvoll zu haben. Und mit dem T25 seid ihr eigentlich sehr gut aufgestellt. Und wenn es mal ein bisschen schneller gehen soll, dann mache ich mir die Bits einfach schön auf dem Akkuschrauber. Bzz, bzz. Also wie bei der Formel 1 hier. Achtung mit Akkuschrauber. Oh. Gut, dass du es sagst. Zum Beispiel bei der Bremsscheibe. Wenn man bei der Bremsscheibe die lose Schraube direkt mit dem Akkuschrauber reindreht, kann es sein, dass man das Gewinde verfehlt und dann die Narbe kaputt macht. Dementsprechend erstmal ein, zwei Umdrehungen ohne Akkuschrauber und dann rein, nur ganz sanft, um dann mit dem Drehmomentschlüssel festzuziehen. Guten Hinweis, danke. Apropos Drehmoment. Ab zu den Basics.
Habe ich auch, ja. Jetzt kein so ein richtig teures Gerät, den habe ich mal irgendwie von Mighty ist der. Auf meinem Rahmen steht überall so hier 5 Newtonmeter, da 7 Newtonmeter und hier mit 11 und so. Ist halt beim Carbonrahmen immer so vorgegeben, aber ob das jetzt wirklich wichtig ist, das kannst du mir sicherlich sagen. Der Zweiradmechaniker würde sagen, ihr müsst euch auf jeden Fall an die Newtonmeter-Angaben halten. Gerade bei Carbonlenkern ist es natürlich wichtig, weil wenn man den Lenker zu fest zieht, kann man das Carbon delaminieren und dann entstehen Bruch- oder Sollbruchstellen, bei denen der Lenker dann irgendwann mal den Geist aufgibt. Deswegen ist ein Newtonmeter-Schlüssel durchaus ein gutes Tool, um sich anzugewöhnen, wie fest man eine Schraube ziehen darf. Ich habe aber auch schon festgestellt, dass die ein oder andere Newtonmeter-Angabe nicht fest genug ist, um einen Lenker wirklich zu klemmen oder auch den Bremshebel in die richtige Position zu bringen. Dementsprechend da auch ein bisschen nach Gefühl gehen und wenn es zu locker ist und die Sachen irgendwie sich verdrehen, einfach einen Ticken mehr nehmen. Private Angabe, alle Angaben ohne Gewähr, private Meinung, also ich will mich da nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ja, aber gut. Ich schraube wenig mit dem Newtonmeter-Schlüssel. Ja, okay. Muss ich gestehen. Wir haben jetzt hier einen Spezialfall, weil ich habe nämlich ich habe so eine Basement-Kappe oben drauf. Mhm. Und um da den Steuersatz festzuziehen, bräuchten wir jetzt quasi einen Engländer, Inder oder Maul. Einen Maulschlüssel. Guck mal, da habe ich hier ein richtig schönes Oldschool-Sortiment. 14er fast. Gut, 14 Bam. Vater. Maulschlüssel braucht man am Fahrrad eigentlich fast nie, dementsprechend könnt ihr da auch getrost drauf verzichten oder wenn euch jemand eine Freude machen möchte mit einem Maulschlüsselsatz, braucht man am Rad eigentlich weniger. Es sei denn, man möchte vielleicht mal 17er Schlüssel, um das Hinterrad irgendwie zu kommen. Oder uralte Pedale. Uralte Pedale, 15er Schlüssel. Für sowas kann man aber auch gerne einen Engländer benutzen, Inder, was gibt es noch für Franzosen? Franzosen habe ich ja. Monstrum ist das. Der ist monströs, der ist sehr vielseitig einsetzbar, auch manchmal als Hammerzweck zu entfernen. Ja, wirklich. Dafür gibt es viele Namen, ist aber definitiv ein Must-Have in jeder Werkzeugkiste. Weil wenn man es nicht hat, ist es scheiße. Zu den Basel. Bremse, zum Beispiel Bremsleitung kürzen, da bräuchte ich jetzt einen 8er Maulschlüssel. 8er Maul, ja. Weil man die Bremsleitung zum Kürzen. Hat er. Also Bremsleitung kürzen würde funktionieren, zumindest zum Öffnen. Jetzt brauchen wir noch einen Leitungskürzer oder Seitenschneider. Oh ja, das ist, da bin ich glaube ich ein bisschen dünn aufgestellt, ganz ehrlich. Ich glaube, wenn du mit sowas anfängst, dann machst du dir einfach keine Freude, weil dann machst du einfach nur sowas. Das ist ein Beispiel für super ätzendes Werkzeug. habt auf jeden Fall den guten Seitenschneider parat. Ja. Braucht man immer, um irgendwelche Sachen abzuzwicken. Um Leitungen zu kürzen, gibt es allerdings noch ein besseres Werkzeug. Ja, der Seitenschneider ist ideal, um Kabelbinder und sowas abzuzwicken. Aber wenn es tatsächlich um Leitungskürzen geht, empfiehlt es sich, so einen Leitungskürzer zu haben. Der schneidet nämlich eher rund und schneidet die Leitung ab, anstatt sie abzuklemmen. Und jeder, der schon mal eine Bauunzuklemme mit einem Seitenschneider abgeklemmt hat, der weiß, dass da immer so eklige Quetschungen entstehen. Das geht mit dem Ding tatsächlich ein bisschen besser. Ich habe einen guten Seitenschneider, Knipex, der ist im Auto. Damit mache ich nämlich immer die Sammerberg-Knipser, mache ich immer ab am Auto-Knips. Und Kabelbinder. Deswegen ist man er da. Ja, unbedingt. Guten deswegen ist er im Auto. Griffe wollen wir wechseln? Brauche ich einen 3er Imbus? Hier, klassischer Imbus-Satz einfach, ne? Also der ist unverwüstlich. Da kannst du machen, was du willst. Klassischer Imbus-Satz. Passt. Approved. Den hat man. Kleines Product Placement tatsächlich, es gibt einen von Vera, der sieht so ein bisschen aus wie Torx, ist er aber nicht. Mhm. Der ist sehr, sehr gut, weil er im Prinzip auch so ein bisschen verknabbelte Schrauben noch ganz gut lösen kann. Werbung. Ich muss nur mal ganz kurz. Ab zu den Basel. Klick-Klack. Ist auch eine Möglichkeit zum Torx bzw. Imbus-Satz, so ein Komplettpaket mit Bit zu fahren, kann ich nicht so empfehlen in der mobilen Werkzeugkiste, weil meistens gehen die Dinger verloren. Die, ja. Relativ schnell. Flutscht, ja. Wenn du jetzt ein neues Bike kaufst und du möchtest den Lenker kürzen. Ah, da braucht man einen Rohrschneider oder eine Säge. Ja, Rohrschneider, aber den habe ich natürlich nicht. Nee, aber ist auch etwas, was man nicht unbedingt immer braucht, kann man sich meistens auch ausleihen. Hat dich hier reingelassen, Moreno? Wer hat dich hier reingelassen? Wir haben hier einen Videodreh, sie stören hier. Bleiben wir im vorderen Bereich, den Franzosen nochmal. Ja? Wenn du jetzt eine Luftgabel hast, was heutzutage ja fast Standard ist, und du möchtest da eine Progression ein bisschen anpassen, ja, und möchtest hier einen Volume Spacer reinmachen, oder Schrägstrich Token, dann gibt es hier oben so einen großen Schlüssel.
Würdest du da mit dem Franzosen ran oder hast du da noch eine andere Möglichkeit? Also wenn ich damit jetzt rangehe, dann sehe ich da gleich schon die fiesesten Kratzer mit dem Franzosen. Das sieht übel aus, das möchte ich dieser schönen Fox-Gabel nicht zumuten, ganz ehrlich. Nee, will ich nicht machen. Also, ist ja deine. Kann ich mal machen? Nein! Wie sieht's aus mit einer Nuss? Weil ich habe hier eine 24er. Die professionellste Variante, ein Volume Spacer in der Gabel hinzuzufügen, ist tatsächlich diese Nuss von Fox. Aber wo ist der Unterschied zu einer normalen Nuss? Man sieht hier eine normale Nuss, die ist leicht konisch oben. Und da ist genau das Problem, denn die Krone an der Gabel ist relativ flach und genau diese konischen Nüsse haben das Problem, dass sie sehr gerne abrutschen und dann die Schraube sozusagen runddrehen. Trick 17 wäre, diese Nuss einfach ein bisschen abzufeilen, entweder feilen oder ideal abdrehen oder abschleifen. Wer sich hier ein bisschen was sparen möchte, ansonsten kann man auch hier diese Nüsse für die Gabel kaufen. Das ist besser fürs Herz, weil das blutet schon sehr stark, wenn man mit dem Engländer, Franzosen oder auch Inder abrutscht, wenn man einen Volume Spacer reinmachen möchte. Wir haben jetzt also einen Volume Spacer eingebaut und du möchtest jetzt den Luftdruck anpassen. Dafür brauchst du eine ordentliche Dämpferpumpe. Ja, klar. Such dir eine aus. Meistens hat man unterschiedliche Dämpferpumpen, weil man irgendwie, keine Ahnung, ein Sammelsurium von 2, 3 Dämpferpumpen hat. Kenne ich einige, die sowas haben. Ich sage euch, werft, wenn ihr 3 Dämpferpumpen habt, 2 weg und benutzt immer die gleiche. Das Thema hatten wir vorhin schon beim Reifenluftdruckprüfer. Ab zu den Basil. Manche Leute sprühen an die Federgabel so ein bisschen Zeug dran. Machst du sowas auch? Auffrischen, ja. Ja, schon. Guck mal hier. Das ist mein Giftschrank hier. Bisschen was für die Gabel, Spezialfett, das nehme ich seit neuestem. Was hast du vorher genommen? Vorher habe ich so ein bisschen Brunox immer drauf gemacht. Aber da scheiden sich ja die Geister. Ich weiß nicht, wie siehst du das? Sven, generell ist geil, wenn man seine Gabel pflegt und liebt und sich um sie kümmert. Silikonöl ist nicht zu empfehlen. Warum? Mhm. Weil Silikonöl, wenn du es hier oben in die Dichtung machst, da ist ganz normales Gabelöl drin oder auch Gabelfett. Und das Silikonöl spielt es raus. Das heißt, es ist am Anfang geiler Effekt und man denkt, oh ja, flutscht. Und nach sehr, sehr kurzer Zeit, weil es ja dünnflüssig ist, verfließt sich dann, vermischt sich mit dem Gabelöl, ist keine gute Kombi. Der beste Trick ist tatsächlich einfach einen Ticken Gabelöl nehmen, in einem Q-Tip, in so einem Ohrenstäbchen, mit ein bisschen hier, mit einer kleinen Pinzette oder so, die Dichtung ein bisschen wegdrücken und dann da oben ein bisschen Gabelöl ranmachen. Ist tatsächlich das Beste, was du machen kannst, weil das verträgt sich am besten. Welches Gabelöl jetzt? Ich weiß nicht, ob es das Richtige ist, wäre tatsächlich, ich glaube schon. Also einen Dämpfer können wir ausbauen, weil braucht man nur einen 6er Imbus, kein Problem. Hinterbau nachziehen wären 5er und ein 6er Imbus, haben wir auch gesehen, hast du. Mhm. Wenn wir ein Problem jetzt hier im Tretlagerbereich hätten. Da wird's eng. Da wird's also hier sind gerade keine Pedale drauf, aber Pedale 8er Imbusschlüssel hast du auch am Start, oder? Ja, ja, den 8er Imbus habe ich, klar. Ich habe jede Größe, die du willst. Aber ich glaube hier, da später wird's ein bisschen eng. Tretlager. Ja, ja, ja. Was man früher benutzt hat, was früher, glaube ich, womit du jedes Rad auseinanderbauen konntest, war dieses Gerät, aber... Shimano-Schlüssel? Mach mal einen Staub ab. Ich habe tatsächlich genau den gleichen und der sieht genauso alt aus. Ja, der ist aus dem Museum. So ein Teil lohnt sich immer zu haben, weil ganz viele Tretlagerschlüssel auf diesem Standard beruhen. Das Tretlager kann ab und zu mal anfangen zu knarzen, wenn man viel fährt und wenig pflegt. Dementsprechend empfiehlt es sich, einen Tretlagerschlüssel dafür zu haben. Wie vorhin erwähnt, E13 hat hier so einen kleinen süßen Adapter, der tatsächlich auf dem Shimano-Standard beruht, den man dann mit so einem Schlüssel anwenden kann, um das Tretlager fest und lose zu schrauben. Wer früher schon viel Mountainbike gefahren ist, der wird sich vielleicht noch an diesen Vielzahn erinnern. Der ist super nervig, weil man doch ganz gerne damit abrutscht und das Tretlager kaputt macht. In diesem Fall funktioniert er tatsächlich mit einem großen Schlüssel, ich glaube eine 17er Nuss. Oder aber man nimmt den guten alten Engländer, Inder, Franzosen, wie auch immer man ihn nennt. Ab zu den Basil. Wir haben ein Problem an der Kassette. Mhm. Wenn mich nicht alles täuscht, brauchst du den hier. Jawollo, must have für die Werkzeugkiste. Der kommt meistens auf eine große Ratsche, Knarre und die Kettenpeitsche. Sven ist gut ausgestattet. Braucht man nämlich, um die Kassette abzubauen. Ja. Ab zu den Basil. Jetzt brauchen wir eine neue Kette, die ist aber ein bisschen zu lang. Wenn man sie aus der Kette stimmt. Macht. Genau. Der gute Kettennieter, der gute. Den hatte ich auch mal, ich glaube, der ist von Real oder so, also aus dem Zollrandbereich. Den gab es, wenn man genug Treuepunkte gesammelt hat.
Bevor ihr jetzt gleich losrennt, um euch einen Kettenlieder zu kaufen, der Name Multitool kommt nicht von irgendwo her. Die guten Dinger haben tatsächlich einen Kettennieter mit dran. Das heißt, da vielleicht erstmal schauen, ob ihr so ein Ding habt. Damit kann man sehr viel abdecken. Ab zu den Basics. Wir haben jetzt ein bisschen getuned und wir haben uns eine neue Gabel gekauft. Mhm. Die Leute, die meine Videos regelmäßig verfolgen, die wissen, dass ich auch so ein Werkzeug zum Kralle einhauen lange nicht besessen habe. das immer ganz gerne irgendwie hingefuscht habe. Jetzt habe ich so ein Werkzeug, um die Kralle einzuhauen. Und ja, ganz ehrlich, braucht man eigentlich nicht als normaler Mountainbiker, weil so oft kauft man sich jetzt nicht eine neue Gabel, dass man so ein Werkzeug unbedingt braucht. Jemand, der viel schraubt, der gerne schraubt, der auch an den Rädern von seinen Freunden schraubt, so ein Ding zu haben, erleichtert doch einiges, die Kralle gerade reinzuhauen und dann nicht irgendwie da oben den Spacer-Turm dann schief drauf zu schrauben. Wir bauen eine neue Federgabel ein und brauchen natürlich auch ein bisschen Fett. Ja. Hier fürs Steuerrohr, ne? Ja, ist ein Giftschrank. So, ja, so Lagerfett oder sowas. Einfach so ein bisschen Montagefett. Mir hat mal vor Urzeiten jemand gesagt, dass dieses, wie heißt es? Ich habe es vergessen, Name sage ich euch jetzt, Fett am besten ist, weil es die USA Army für alles benutzt, soll aber sehr gut sein. Dann muss es richtig gut das sein. Das muss gut sein. Dann muss es das, ey, wenn die USA sagt, dass es gut ist, dann muss es gut sein. Richtig gutes Zeug, ja. Richtig. Ja, wie versprochen, das ist das Military Grease, was ich benutze. Das habe ich mir empfehlen lassen von einem Kumpel, der Zimmermann ist, und der hat gesagt, ey, die Amis, die schwören drauf. Und ich habe das gekauft, ich glaube, vor 5 Jahren oder 6 Jahren und das ist immer noch quasi total voll. Man braucht da nicht viel von und eine so eine Tube hält wahrscheinlich 10 Jahre. Ab zu den Basics. Dämpfer-Service, Gabel-Service würde ich jetzt nicht für den normalen Biker irgendwie in Erwägung ziehen, aber ansonsten würde ich sagen, es ist eigentlich eine ganz gut ausgestattete Werkstatt. Ach, danke. Also wir haben... Bist gern eingeladen. Ja, ohne Scheiß. Kaffeemaschine fehlt, du kommst oder? Mit einem zurecht. Kaffeemaschine fehlt, eine Couch und eine Soundanlage. Soundanlage, ja stimmt. Der obligatorische Frauenkalender ist auf jeden Fall vorhanden. Das ist ein Geschenk. Das habe ich. Der Karpfen. Ja. Der Karpfen war es. Stimmt. Sowas, ne? Bremsenreiniger. Ja. Ab zu den Basics. Verschmutzt. Wenn mal wieder irgendwo was ist oder so, abwischen, Öl und so, immer mal wieder zur Hand haben und weg damit. Nachhaltig ist tatsächlich alte T-Shirts. Klingt total fies, bevor ihr die in die Kleidersammlung gebt, die meistens die afrikanischen Märkte kaputt machen, gebt sie entweder lieber direkt an Flüchtlinge, das ist die es brauchen können, wo es auch direkt ankommt. Und wenn ihr dann jemanden habt oder was auch immer, dann nutzt alte T-Shirts, die vielleicht eh schon Löcher haben und nicht mehr zu benutzen sind, einfach als Fahrradlappen. Da aufpassen, dass ihr einen sauberen habt für Bremsenreiniger irgendwie zu Gedöns und dass ihr vielleicht einen schmutzigen für die Kette habt, dass ihr da einfach nicht zu dreckige Sachen für Sachen nutzt, die ihr sauber machen wollt. Genau. Ja. Sven, vielen lieben Dank für den Blick in deine Werkstatt. Ja, gerne. Wir gehen zurück ins Studio. So, jetzt bin ich wirklich gespannt, was wir alles vergessen haben oder welche ihr Tipps noch für uns habt, was man unbedingt in der Werkstatt haben sollte. Vielen Dank fürs Zuschauen dieses Video. Ich hoffe, es hat euch geholfen. Ihr könnt ihr mal schreiben, wie viel ihr tatsächlich selber am Rad schraubt oder was ihr dann doch lieber an den Fahrradladen eures Vertrauens abgibt, dass die das für euch machen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniert den Kanal, falls es euch gefallen hat und aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr kein Video mehr. Hilft mir sehr. Vielen Dank. Tschüss. Was ist eigentlich mit Dämpferbuchsen? Ja, habe ich vergessen. Hast vergessen, ne? Haben wir da was? Vielleicht rechts? Hast du den auch gebraucht gekauft? Der war inklusive, ja. Mit der Werkbank. Solides Gerät.